Hallo, ihr fantastischen Menschen. Heute mal ein Basteltutorial. Ja, ich bin kein Bastelkönig, aber ich habe es hingekriegt und vielleicht interessiert euch das ja auch und fühlt euch inspiriert und könnt das danach machen. Es geht um diese Schattenboxen. Ja, auf dem Film kommt der Effekt leider immer nicht so gut rüber. Ich versuche mal so, dass es nicht ganz so sehr spiegelt. Und zwar hat das so einen kleinen 3D-Effekt, weil man mit verschiedenen Ebenen arbeiten. Da kann man ja verschiedene Spielszenen nehmen. So alte, gute Pixel-Szenen, die bieten sich dafür besonders gut an. Und da kann man dann schön die Ebenen, die quasi auf den Gameboy zum Beispiel nur angedeutet sind, prima nachmachen. Es ist nicht schwer. Ihr fahrt hier in diesem Tutorial alles, wie es geht. Und zwar bauen wir diese wunderschöne Szene aus Fortress of Fear. Viel Spaß beim Schauen. So, meine Lieben, was braucht ihr alles? Im Prinzip braucht ihr nur ein paar Sachen, die eigentlich alle auch gar nicht so teuer sind. A, braucht ihr natürlich einen Drucker, weil irgendwie, naja, ihr wollt logischerweise das Motiv hier ausdrucken. Das macht ihr am besten auf stabilen Fotopapier. Ich habe das hier noch, das Papier von meiner Mini-OVP-Bastelaktion über. Grundsätzlich zu dem ganzen Zubehör und Sachen, die ich hier benutze, ich verlinke die euch unten bei Amazon. Ich kriege dann hier immer so ein bisschen kleinen Kickback, wenn ihr das dann auch dort bestellt. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen benutzen, aber das ist jetzt, mit den Sachen habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht und die sind alle nicht teuer. Also das Papier, ich habe hier mattes genommen, würde ich euch auch empfehlen, weil wenn ihr glänzend macht, die müssen natürlich schon mal ein bisschen draufpacken beim Schneiden und so weiter. Und natürlich dann beim Glänzenden, denke ich mal, wird es dann ein paar Fingerabdrücke geben und das wollen wir natürlich verhindern. Genau, dann braucht ihr natürlich eine Schneidematte. Ich habe hier eine relativ kleine, die DIN A4 Größe ist, das reicht eigentlich auf jeden Fall. Dann habe ich doppelseitiges Klebeband und zwar habe ich mir dünnes besorgt. Das ist dann vielleicht etwas einfacher zu verarbeiten. Dann braucht ihr ein stabiles Lineal, das ist hier ein Alu-Lineal. Dann braucht ihr, ganz wichtig, ein gutes Bastelmesser. Ihr könnt es natürlich theoretisch versuchen, mit der Schere zu machen. Aber ich habe mit dem Bastelmesser, das ist hier wie so ein Skalpell, das werdet ihr gleich sehen, da habe ich eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das lässt sich sehr, sehr schön alles schneiden. Ja, okay, die Schutzkappe lassen wir jetzt mal ab. Dann braucht ihr einen schwarzen Filzstift. Das muss jetzt kein besonderer sein, einfach einen schwarzen Filzstift. Dann braucht ihr natürlich einen entsprechenden Rahmen. Ich habe hier den Ripperrahmen von IKEA genommen. Die sind sehr günstig, sind allerdings nicht ganz ideal. Falls ihr einen Rahmen mit einer anderen Größe findet, solltet ihr dann auf jeden Fall auch zuschlagen. Warum der nicht ganz ideal ist, zeige ich euch ganz zum Schluss. So, und ganz wichtig noch, ihr wollt ja zwischen den verschiedenen Ebenen, wollt ihr immer so ein bisschen Platz haben. Dafür könnt ihr natürlich Pappe benutzen. Allerdings kriegt ihr eigentlich sehr, sehr günstig Moosgummi. Moosgummi, das ist hier, man sieht es wahrscheinlich nicht sehr gut auf der Kamera, das ist 2 mm breit. Ich glaube, so eine ganze Packung hat jetzt irgendwie 3-4 Euro gekostet. Ist nicht viel. Der Vorteil ist natürlich, das ist schon schön schwarz. Das heißt, wenn ihr dann so ein bisschen seitlich auf die Ebenen rauf guckt, dann sieht das schön schwarz aus. Ist schön einheitlich und wie man sieht, es lässt sich einfach super schneiden. Deswegen finde ich es gar nicht so verkehrt. Aber wenn ihr natürlich so ein bisschen was sparen wollt, könnt ihr dann auf jeden Fall auch irgendwie einen Pappkarton nehmen und dazwischen packen oder sowas. Aber hier mit dem Moosgummi, ihr seht selber, es lässt sich sehr gut verarbeiten. Es ist nicht teuer. Hier so ein ganzer Stapel, ihr habt es gerade gesehen, das ist nicht teuer. Aber wie gesagt, habe ich euch unten alles verlinkt. So, kommen wir zu dem Motiv. Wie ihr seht, habe ich mir schon 3 Blätter ausgedruckt. Das müsste eigentlich reichen. Wenn ihr euer Motiv euch ausgesucht habt, ich habe das jetzt einfach mir ganz selbst erstellt, das Motiv, indem ich einfach mit dem Emulator kurz einen Screenshot gemacht habe und die Größe etwas verändert habe. Ich weiß auch, ob man es auf der Kamera sehen kann, mein Drucker druckt teilweise etwas streifig, aber naja, ich finde es nicht ganz so schlimm, ehrlich gesagt. Ist ja nur für mich, ich will es ja nicht verkaufen oder sowas. Dann habt ihr natürlich erstmal die wichtigste Entscheidung, die ihr treffen müsst, und zwar, wie viele Ebenen wollt ihr machen und welche Ebenen? Ich habe mich jetzt hier bei dem Motiv auf 4 Ebenen entschieden. Ist eigentlich selbsterklärend, weil das Motiv gibt das eigentlich schon sehr gut her. Und zwar, das hier ist natürlich der Hintergrund. Und wie ihr seht, sind diese Säulen, nenne ich es mal, die sind ja schon so ein bisschen versetzt dargestellt. Also ist das hier Ebene 2,
Das ist Ebene 3 und das hier quasi mit Kuro heißt er, glaube ich, und den Diamanten wird dann quasi die vorderste Ebene. Außerdem zu der vordersten Ebene, damit das so ein bisschen, also auf derselben Ebene wie das hier, auf der vierten Ebene, möchte ich hier den Lebensbalken und sowas haben. Da ich das jetzt aber nicht alles einzeln aufschneiden will, werde ich das dann halt einfach hier quasi an einen Block machen. Und dann müssen wir das jetzt nach und nach aufbauen. So, im Prinzip starten wir jetzt gleich einfach, indem wir jetzt einfach den Hintergrund ausschneiden. Hier in der zweiten Ebene werden wir ein Problem haben. Und zwar sieht man hier, dass zum Beispiel hier das Schwert sich eindeutig hier mit dem Ding hier überschneidet. Ja, nur wegen diesem einen Ding haben wir jetzt ein kleines Problem. Und zwar, wenn wir in Ebenen denken. Das heißt, eine Ebene heißt eine Moosgummilage quasi, ne? Diese 2 mm. Das heißt, wenn wir das denn hier so machen, ich hoffe, ich kann das gut erklären. Also mein Kopf macht es auf jeden Fall Sinn. müssen wir dann hier komplett drauf aufbauen, diese Ebene auf das hier. Und zwar, wenn wir das hier nämlich hier einfach trennen, dann müssen wir ja einfach nur diese eine Säule hier ausschneiden und das andere dann quasi entsprechend halt statt einer ein paar Lagen drunter knallen. Das Problem ist, dann wird hier aber das Schwert abgeschnitten sein. Deswegen müssen wir hier in dem Bereich leider ja einmal unnötigerweise das hier mit ausschneiden. Aber naja gut, ein bisschen Fummelarbeit ist es halt. Aber ich würde sagen, lasst uns mal beginnen. Und zwar machen wir erstmal hier das Grundbild fertig. Das geht hier ganz einfach mit dem Schneidemesser hier, zack. Also allgemein, wenn ihr so ein bisschen skeptisch seid und euch das nicht zutraut, ich weiß nicht, ich bin nicht so der bastelmäßig gut unterwegs und so weiter, bin ich auch nicht. Probiert es einfach mal. Einfach mal probieren und ihr werdet sehen, es ist gar nicht so schlimm. Und dann macht die Übung einfach den Meister. So. Wie man sieht, mit diesem Skalpell kommt man da super durch und kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So. Keine Angst, ich werde euch jetzt nicht das Ganze ausschneiden und sowas, der Details, die werde ich dann nachher mal so einen Zeitraffer machen. Das heißt, sonst schlaft ihr, glaube ich, ein, weil es ist wirklich, unterschätzt es nicht, es ist viele Stunden Arbeit auf jeden Fall. Ne? Geh ab. So, jetzt haben wir hier den Hintergrund einmal fertig. Dann nehmen wir jetzt den Layer und ich würde sagen, schneiden wir das hier erstmal aus. Da das hier der Hintergrund ist, so, können wir das hier schön so machen. Das hier wird hier die zweite Ebene, das heißt, da schneiden wir gleich aus, kleben zwei Moosgummiplatten drunter und gut ist. Und hier, damit man nicht zu viel ausschneiden muss. Es wird etwas frickelig, das ist auf jeden Fall so. Ich zeige euch kurz das Vorgehen, wie wir das jetzt machen. Und zwar vor dem Ausschneiden auf jeden Fall auf eine Moosgummiplatte kleben. Dafür haben wir hier das schöne Doppelklebeband. Ihr könnt natürlich auch jetzt einen sonstigen Kleber, denke ich mal, benutzen, aber es mit dem Doppelklebeband, das hält eigentlich sehr gut, ist sehr stabil und schnell zu verarbeiten auf jeden Fall. Macht ihr auf jeden Fall nichts mit falsch. Ihr müsst jetzt auch nicht den gesamten Hintergrund irgendwie vollkleben. So, ich mache das immer so. Im Prinzip so, dass es gut hält. So. Und die Schritte, die wiederholen sich jetzt eigentlich. Deswegen zeige ich euch das jetzt so ein bisschen ausführlicher. Aber im Prinzip, das wiederholt sich alles. Könnt natürlich auch jetzt hier so als entspannte Film nebenbei gucken. So, machen wir das. Wir kleben es denn hier drauf. Das hält. Schneiden jetzt das Moosgummi durch. So. Was machen wir jetzt?
Werdet ihr gleich einen Zeitraffer sehen. Ihr müsst jetzt quasi hier an den Rändern alles freischneiden, dass es eine eigene Ebene ist, was hoch steht. Aber das machen wir jetzt in Zeitraffer. Viel Spaß! So, ich habe es etwas abgekürzt mit dem Zeitraffer, aber hier haben wir jetzt die erste Ebene quasi freigestellt. So, jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem, das ihr, denke ich mal, auch haben werdet. Und da kommt jetzt der Filzstift zugute. Und zwar, wenn ihr seht, ich hoffe, das passt mit dem Licht einigermaßen so. Na, hier an den Rändern so. Das ist ganz normal, wenn ihr schneidet, dann werdet ihr so ein bisschen am Papier wegreißen und dann habt ihr natürlich unschöne weiße Ränder. Das wollt ihr natürlich nicht haben, aber das Gute ist natürlich, dass die ganzen Pixelränder schwarz sind. Also, was machen wir? Wir malen jetzt einfach die ganzen Ränder hier schwarz nach und dann sieht das keiner im fertigen Bild, beziehungsweise so genau achtet man da auch nicht drauf, dass da, ich sag mal, rumgefuscht wurde, wenn man das Fuschen nennen will, das kann man ja leider nicht verhindern. Vielleicht habt ihr bessere Techniken, die ihr da verwendet. Ich bin natürlich jetzt auch kein Vollprofi, was das Basteln angeht, aber damit kann man sich eigentlich super behelfen und das stört wirklich denn keine mehr, wenn das so ein bisschen nachbearbeitet ist. Weil man sieht es ja einfach gar nicht. Ne? Auch hier haben wir ganz, ganz groß, da wurde was rausgerissen. Einfach nachmachen. Und das Gute ist jetzt, das größte Teil bei dem Motiv hier, das haben wir jetzt quasi schon geschafft. Das war jetzt das Fummeligste, sage ich mal. Und der Rest wird jetzt etwas schneller gehen. Also allgemein, ich könnte natürlich euch so fertige Schattenbilder bei diversen Online-Shops kaufen, bei Etsy zum Beispiel oder ähnliches. Die sind da auch relativ teuer. Und das ist natürlich auch gerechtfertigt. Und zwar, weil man einfach, ihr seht, habt es ja selber gesehen, das ist halt reine Fummelarbeit. Das kann man nicht automatisieren. Und dadurch hat man halt viele Arbeitsstunden und dadurch hat man natürlich auch logischerweise auch einen hohen Preis. Es gibt natürlich auch andere Techniken. Ich sage jetzt nicht, dass hier meine Technik die einzig wahre ist, also mit dem Moosgummi, Trennung und so weiter. Ich habe mir mal bei einem englischen Shop, 8-Bit Boutique Co.UK heißen die, welche gekauft. Die waren eigentlich auch ja, sehr schön, die benutzen aber eine andere Technik. Die packen da nicht Moosgummi zwischen den Ebenen, sondern die bocken so dass die Pappe quasi auf, dass sie so einen Bogen da drauf gesetzt werden. Aber ich denke mal, dass hier mit dem Moosgummi, das geht eigentlich mit am einfachsten. Aber so erzielt man natürlich dann auch andere Effekte, ne, wenn man das entsprechend quasi aufbockt. So, ich muss mal gucken, ob ich hier nicht groß was vergessen habe. So, müsste eigentlich so passen. Zumindest sehe ich, ach, hier oben vielleicht noch. Zumindest sehe ich jetzt auch keine großen Sache, weil ihr wollt ja natürlich nicht, dass das Weiße irgendwie durchschimmert. Ne? Also der Schatten soll ja natürlich schwarz sein. Da wollt ihr natürlich nicht, wenn möglich, dass da irgendwelche weißen Sachen durchschimmern. Komplett verhindern kann man es nicht, aber das verliert sich dann auch. Zum Glück. So. Ja, hier unten auch noch. Naja, wie ihr seht, so ein Filzstift, damit kann man auf jeden Fall schön viel kaschieren. So. So. Und wenn wir hier unser Bild haben, wenn wir das hier schon so drauflegen, sieht das schon gar nicht mal so verkehrt aus. Und wie kleben wir das natürlich fest? Natürlich wieder ja, mit dem doppelseitigen Klebeband.
So, jetzt haben wir die erste Ebene fertig und dann kommen wir zur Ebene 2. Zur Erinnerung, das war ja diese Säule hier. Dazu im Prinzip derselbe Ablauf, nur dass wir natürlich jetzt 2 Lagen Moosgummi darunter kleben. Viel Spaß! So, jetzt haben wir im Prinzip 3 Ebenen schon von den 4, die wir gerne haben möchten. Fehlen die letzten, das heißt das hier oben und dann diese Ebene mit Kuro und den Edelstein. Der Ablauf ist dasselbe, nur dass wir jetzt halt entsprechend 3 statt hier 2 Matten von dem Moosgummi drunter klatschen. Auf diese Weise mache ich es zum ersten Mal, deswegen hoffe ich, dass es dann auch einigermaßen gut schneidbar ist. Aber wir werden mal schauen. Probieren wir mal aus. So, eine kleine Anmerkung habe ich noch, und zwar habt ihr gerade gesehen, dass ich jetzt bei den Lebensbalken hier oben ja die 3 Ebenen gemacht habe, ne? Aber die Grundebene, die brauche ich ja keine, und dass das die 4. Ebene sein soll, 3 Moosgummi-Ebenen. Da die hier aber natürlich die letzte hier auf dieser einer Ebene draufgeklebt wird, braucht ihr hier natürlich nur 2 Moosgummi, dann seid ihr auch entsprechend auf dem selben Level, und deswegen haben wir das hier quasi 2-mal leider ausgeschnitten, aber dadurch dürften wir das hinkriegen. So, jetzt ist alles verklebt. Wie ihr seht, hier habe ich ein bisschen gefuscht. Da habe ich nicht ganz ordentlich geschnitten, aber für mich reicht es. Es ist immer schwer, diesen Effekt über eine Kamera irgendwie rüberzubringen, aber es sieht einfach fantastisch aus. In echt sieht das wesentlich besser aus. Jetzt bleibt uns nur noch quasi übrig, das Ganze in einen Rahmen zu tun. Wie angesprochen, habe ich ja hier den IKEA-Rahmen. Und da haben wir noch etwas Zusatzarbeit, denn wie angesprochen am Anfang, ist er nicht ideal, und zwar deswegen. Seht ihr das? Dieser Rahmen ist von der Größe her ein Tick zu groß, weil logischerweise man muss das Ganze auf DIN A4 ausdrucken, beziehungsweise wenn ihr jetzt keinen größeren Drucker habt, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, müssen wir uns da irgendwie behelfen. Damit man das so etwas kaschiert, könnt ihr natürlich dann hier mit dem Passepartout euch das zurechtschneiden. Was dabei ist, ist natürlich viel zu klein, und entsprechend vielleicht so eine Art Gameboy-Rahmen zu bauen oder sowas. Aber ich halte das etwas schlichter, und zwar nehme ich da jetzt einfach einen ganz normalen Bastelkarton und klebt das dann quasi auf der gesamten Fläche hier hinten drauf, und darauf kommt dann das hier. Das heißt, man hat dann so etwas weißen Rand, aber das passt eigentlich ganz gut, und ich würde sagen, das mache ich jetzt schnell. Das ist jetzt kein großer Aufwand, das ist kurz das hier zurechtschneiden, mittig draufkleben, und dann haben wir gleich das Endergebnis. So, und hier haben wir das fertige Ergebnis. Es sieht einfach fantastisch aus. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Wie gesagt, auf der Kamera, Bild, Video wird das wahrscheinlich nicht so gut rüberkommen mit dem 3D-Effekt. Aber wie ihr seht, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Es ist ein bisschen Fummelarbeit. Und wenn ihr einfach mal Bock auf sowas habt,
macht es einfach mal. Probiert es einfach mal aus. Ich bin auch nicht der Bastelkönig, aber für meine Verhältnisse sieht das eigentlich ganz okay aus. Und man hat was Schönes irgendwo hinzuhängen und vor allem was Individuelles, was nicht jeder hat. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, meine Lieben, und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut!